Eine Rückbesinnung auf die zentralen Aufgaben der württembergischen Landeskirche. Dafür plädierte der Direktor des Oberkirchenrats auf der Herbsttagung der Landessynode. Die 5 strategischen Schwerpunktziele wurden schon 2017 beschlossen. Die Landeskirche möchte die Ehe und Familie stärken, zukunftsfähige Personalstrukturen schaffen, Präsenz in der Wertediskussion zeigen, die Digitalisierung gestalten und ihr Kommunikationskonzept erneuern. In seinem Strategiebericht 2018 machte Stefan Werner auf die sehr hohe Anzahl von Projekten in der Landeskirche aufmerksam, durch die sich haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende teilweise überlastet fühlen. Das ist eine der schwierigsten Aufgaben in der Kirche, wie man bei den inhaltlichen Aufgaben Prioritäten setzt. Wir haben uns überlegt, dass wir das nur schaffen können, wenn wir uns auf den kirchlichen Auftrag besinnen, der lautet, dass die Kirche dazu da ist, das Evangelium zu verkünden. Jetzt ist es dann ganz schwierig, die einzelnen inhaltlichen Projekte können mit einiger Fantasie sich immer wieder auch unter diesen Auftrag ziehen. Es geht also mehr darum, das nochmal bei jedem Projekt als Prüffrage zu stellen und zu überlegen, dass die Beschäftigung mit diesem Projekt unter Umständen dann auch einschränkt, dass man die Zeit für diese Aufgabe hat. Die laufenden Projekte werden planmäßig fortgesetzt, doch zukünftige Maßnahmen intensiver geprüft. Weniger Projekte und mehr Zeit für das Wesentliche.